mehr oder weniger den Benlingen ausgeliefert und hat zusätzlich noch die Mutalisken dabei, dass auf jeden Fall die Medivacs runtergeholt werden. Ja gut, armeetechnisch, wenn wir uns das anschauen, ist nicht mehr wirklich was vorhanden. Schauen wir mal ressourcentechnisch, ja, hat sich viel zu lange Zeit lassen, was Exen betrifft, war jetzt hier unten, aber halt, ja, er hat in Zerg-Spieler, wie man so schön sagt, zu weit vorwärts kommen lassen und das hat sich dann natürlich bitter gerecht. Zum Resümee sei zu sagen, ja, der Gent, ja, er hat es eigentlich recht souverän gespielt am Anfang, er hat mit den Helien sowas versucht, da oben, jein, sage ich jetzt einmal, das Micro hat nicht so ganz passt, hat vorher schon einen verloren, ich sage einmal, mit mindestens zwei Helions, drei würde ich empfehlen, auch gegen Zerglinge, weil, ja, da wären die einfach so schnell geröstet wie, ja, Marshmallows dauern zwar ein bisschen länger, aber wisst ihr, was ich meine. Ja, ist dann auf sein Bio-Build blieben. Von den Tanks her wäre es sicher auch nicht schlecht gewesen, aber der Unit-Mix von Chakra war einfach zu gut und vor allem der Chakra hat gut gescoutet und was ganz, ganz wichtig ist, er hat immer wieder Harass betrieben. Gut, er hat für den Tank auch einigermaßen bezahlt, aber ich sage mal, das hat sich nicht unbedingt gelohnt. Aber hat dadurch natürlich auch den Push auf seine Main wiederum verteidigen, also rauszählen können. Ja, ansonsten, was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, Gent hätte ich zum Beispiel empfohlen, wenn da wirklich, wenn zu viele Banelinge sind, ja, zum Beispiel die Tors haben einiges an Hitpoints, halten viel aus, ballern gut oder eben die Tanks, was in dem Fall natürlich optimal wäre, wären die Banshees gewesen, weil unsichtbar, wir sehen keinen Overseer, sprich, wenn sie sich unsichtbar machen, kann in dem Fall nichts passieren. Vikings wären sicher nicht, wären auch gut gewesen, wenn er mitgenommen hätte, ganz einfach wegen die Mutalisken, weil nur die Marines, wenn da jetzt kommen eben Banelinge und die Mutalisken plus Zerglinge, naja, was schieße ich zuerst runter? Die Banelinge haben auch einen Splash-Schaden, mehr oder weniger, und zerfressen mal mit ihrer Säure im Arsch sozusagen meine Units, ne? Jetzt muss ich auf die gehen, aber ich habe auch die Mutalisken im Knack. Ja, es ist nicht immer so einfach zu sagen, wenn man beide Seiten sieht, ist natürlich einfacher, da wäre es sicher auch nicht schlecht gewesen, wenn er ein, zwei Tower positioniert hätte, hindert natürlich nichts dran, dass die Bodenunits rangehen. Aber wenn wir uns anschauen, hier herunten ist nicht mehr, ja gut, von den Mutas ist noch einiges, aber, da haben wir es ja. Ja gut, hätte in dem Sinn auch keinen Sinn mehr gehabt. Ja, das Resümee für ein Chakra. Lieber Chakra, es taugt mir, dass du ein Zerg-Spieler bist und dass du es geschickt hast. Das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen, aber die Queen effizienter nutzen. Die Queen war zu oft also einfach mit zu viel Energie, sprich, die Larven wurden zu oft nicht genutzt. Wäre mehr möglich gewesen, ist klar, ist nicht immer durch die mit den Ressourcen vereinbar, dass man einfach, ja, man kann sie die Larven einfach nicht nutzen. Aber es ist besser, man hat mehr Larven und kann nicht alle nutzen. Also ich habe keine Larven, habe aber die Ressourcen, ja, und stehe dann halt blöd da. Ne? Hier unten genauso die. Ja, die Stachelgrabler prinzipiell, ja, sind nicht schlecht. Der ist auf jeden Fall gut, weil der haut halt ungefähr bis dahin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ne? Wenn ich jetzt eventuell hier noch einen hinsetze, ist aber halt blöd, weil wenn das Medivac-Sicht gewährt, wieder wegballert. Die hätte ich auf jeden Fall anders gesetzt. Ich hätte sie zum Beispiel etwa so hier gesetzt, ungefähr, ne? Oder wenn es sein muss, auch hier, dass ich einfach praktisch hier den Radius habe. Wichtig ist halt unter anderem hier den Radius, ja? Weil wenn ich jetzt oben abdecke und hier unten mit die Stachelgabler abdecke oder sie halt mittig setze, das heißt, dass ich praktisch das Areal abdecken kann mit die beiden, ne? Ja, dann kann ich schon präventiv Schläge machen, bevor er überhaupt rankommt. Ne? Ansonsten gibt es nicht allzu viel zu sagen. Auf jeden Fall gut gescoutet. Sagen wir mal, ein bisschen später zwar angefangen, aber im Nachhinein gesehen. In Griechertum war gut gemacht. Könnte man auch an, vor allem weil die Energie vorhanden ist, an zweiten und an dritten setzen und ganz einfach auch noch zum Beispiel nach unten expandieren. Erstens ist man schneller und zweitens, was man nie vergessen darf, die Griechertumore geben die Sicht. Der Gegner sieht diese Griechertumore nicht. Ja? Es sei denn, er hat einen Raven da. Oder aber, wo er sie schon sieht, ist, wenn ich jetzt an 9 und der sich erst etabliert, also wo dann der Balken weggeht, den sieht der Gegner schon, solange halt der Balken noch läuft. Ne? Da kann auch wegballert werden.
Ja, ansonsten Evo Chamber auch genutzt, zwar nur mit einem Upgrade, aber es hat mehr oder weniger gereicht, da die zweite Evo Chamber. Zentrifugalhaken ebenfalls genutzt und vor allem die Seuche, der Unit Mix war ziemlich gut. Ja, das Ripley hat mir der Chakra zugeschickt. Vielen Dank da an dich. Mir hat sehr gut gefallen, vor allem die geile Bailing-Aktion. Ja, ich stehe auf diese. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann klickt doch bitte in Daumen hoch, in Magich-Button und abonniert mich, gell? In diesem Sinne, euer Lil Yoshi.